Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit dem lieben Nier Automata. Und holy shit, Alter, da bin ich gerade perfekt ausgewählt. Ich wollte eigentlich nur schnell laufen. Ja, ich spiele wieder Nier Automata. Und ich gehe mal zur nächsten Mission, weil wir haben hier noch eine offen. Kann ich das irgendwie entmarkieren? Also kann ich es dann markieren. Gut. Super. Und da gehe ich jetzt auch hin. Angeln beginnen. Ne, angeln, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Dann möchte ich gerade nicht. So. Hier weiter. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Mission war, obwohl ich das gestern Abend gespielt habe. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. Vielleicht. Kann ich einfach runterspringen? Ne, sieht nicht so aus. So. Voll easy, wie der so runtergeslidet ist. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Okay. Also wir sehen jetzt so aus wie eine andere, die uns halt die uns halt erschaffen hat. So habe ich das jetzt verstanden. Okay, cool. Ups. Scheiße, ey. Warum ist es denn jetzt so dunkel? Ich sehe fast nichts, weil Licht gerade blendet. So, hier könnte ich hoch. Ich will mir aber erst noch eben hier alles angucken. Weil hinten war auch noch was. Und da gehe ich immer schnell hin. Weil ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich sehe gerade genauso viel. Da hinten war noch was, das habe ich ja noch gesehen. Beziehungsweise da könnte man noch lang. So, und zack, nicht mit. Kann er durch? Ne, hups. So sah so aus, als wenn man durch könnte. Dann schnell laufen. Und dann würde ich mal sagen, wir nehmen irgendeine Leiter nach oben. Ich nehme einfach mal die erste, die hier war. Ich denke, da wird sich nichts zu machen. Komm schon. Joha-Suche. Finde ich verschollene Joha-Einheiten. Joha. Wie auch immer. Jetzt bin ich aber gerade interessiert, wo man an der anderen Seite rauskommt. Moment. Weil hier geht es ja auch nochmal hoch. Das will ich mal sehen. Holy shit. Okay. Ich gehe mal hier durch. Sieht aber interessanter aus. Alter! Neue Waffe? Gegenstände halten. Du hast eine Waffe halten. Tugend. Irgendwas. Tugend. Tugend. Ich hab mir das nicht direkt durchgelesen. Fuck. Ach! Alle Waffen. Wir haben die Tugendwürde. Ich rüste mal mit aus. Mal gucken. Alter. Leider macht die um einiges weniger Schaden als unser Katana. Also so 100 weniger Schaden. Ach, voll cool. Ich wusste gar nicht, dass man hier einfach Waffen finden kann. Ich dachte, müsste man sich kaufen. Aber es ist ein JRPG, ne? Deswegen denke ich mal. Oder hat man sich eigentlich denken können, dass man hier Waffen finden kann. Ich probiere die auch gleich mal aus. Alter. Sieht voll geil aus. Ohne Scheiß. Das ist voll cool. Wenn man auf so eine Sachen guckt, dann geht einfach die Map weg. Oder? Gerade ist doch die Map weggegangen. Dankeschön. Das ist voll cool. Hab ich voll cool gemacht. Kann man gut Thumbnails mitmachen. So, ein bisschen Längen tut's. Aber das ist mir egal. Ich erwähne es nur. Also es liegt nicht irgendwie an eurem PC oder so. Wegen Videos gucken. Macht Sinn? Weiß ich nicht. So, hier muss irgendwas sein. Hier ist nichts. Schade.
Das kann man gut auch gut für ein Thumbnail nehmen. Vergnügungspark. Irgendwie hat mich das so ein bisschen an Dark Souls erinnert. An Bloodborne. Und hier ein fucking Vergnügungspark. Ich will aber erst noch mal gucken, ist hier irgendwas? Ja, nein, er ist. So anstrengend war es jetzt auch nicht. So, ich versuche mal unsere neue Waffe aus. What the? Wow, this is weird. Irgendwie finde ich die Dinger ja schon cool, ne? Also die an. Die, die kleinen Roboter hier, ne? Gerade das, was von letztem Mal hier mit Can't Continue. Wo die dann so alle standen, beziehungsweise wo die da die, ich sag mal, große Orgie gefeiert haben. Das war schon cool. Und jetzt benutzen wir mal die neue Waffe. Aber die Musik ist immer noch cool. Also episch halt, ne? Wie mache ich das voll? So. Mann, super viel Schaden. Defekte Schlüssel, rostige Bolzen. Verdiente Erfahrung erhalten. Vorne haben wir noch mehr Dudes. Schadensaugen erhalten. Alles klar. Fundrate plus erhalten. Guck ich mal nach, was Schadensaugen bedeuten soll. Alter. Hat er mich einfach geschlagen? Mein Ding. Kann ich gar nicht. Holy shit. Jetzt kann ich den aufladen. Okay, ich habe keinen mit der Aufladung getroffen. Davon treffe ich jetzt mit der Aufladung. Und. Bam. Oh. Mit dem können wir reden. Ups. Ach, welch ein Spaß. Ach, welch ein Spaß. Lasst uns euch von der Liebe erfüllen. Schönes Halsband. Kann ich das auswählen? Tierhüter. Musik läuft weiter. Finde ich schön. Schönes Halsband. Ein von Menschen genutztes Halsband. Kann verkauft werden. Okay. Stimmt. Wir haben Fähigkeiten gekriegt. Will ich mal kurz gucken, wo ich gerade hier bin. Anpassen. Du. Ausgerüstete Chips. Alle Chips. Angriff. Hieb, Niederschlag. Okay, was? Verteidigung? Stabilität. Todesheilung. Oh, wie cool ist das? Das will ich aussaugen. Nein, ich wollte. Das will ich ausrüsten. 5% Chance, 10%. Oh. Oh, das kostet zu viel. Oh, hauer. Oh, hauer, das kostet viel. Was ist das andere da oben? Ich muss mehr Upgrades kaufen. Ja, ganz sicher. Ah, schon cool, jetzt kann ich mir Schaden regenerieren. Leben regenerieren, nicht Schaden. Regeneriere mir Schaden. Aber noch mehr. Ah, guck mal. Wenn ich jetzt ein. 10% ist aber verdammt viel, oder nicht? Also, guck mal, damit heile ich mich verdammt gut hoch. Okay, wenn er einen tötet, heile ich mich nicht damit hoch. Okay, interessant. Gut zu wissen. Das war eine richtig gute Kombo bei dem. Warte. Und. Okay, das ging nicht. Jetzt bin ich wieder voll live. Voll geil. Verlaunchbesser. Glückwunsch, du bist der erste Kunde. Zersplitterte Ohrring. Was passiert, wenn man die tötet? Ich probiere es gleich nochmal bei irgendjemandem. Willkommen. Maschinen mit Traum. Huch,
Guten Tag. Okay. Sieht aber schon cool aus hier. Hintereingangmaschine. Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Ich bin safe zugangsberechtigt. Was hier? Warum sind hier über so einen kleinen Boom? Where does this corridor lead? Ah, Moment. Was ich erst hingucken möchte, bevor ich zum Corridor gehe, ist, wo ich hier hinkomme. Hier ist Stuff. Kleine Erholung. Okay, dann gucken wir mal, wo der Corridor hingeht. Den kann ich übrigens auch nicht runterspringen. So, as you know. So, you know. Wo auch immer. Guten Tag. Maschinen in Pause. Betriebspause. Alles klar. Betriebspause. Ich glaube, hier kommt aber kein anderer mehr hin, außer ihr jetzt hier seid. So. Ne? Also. Aber das sind dann nette Maschinen. Sieht man ja. War cool. So, da haben wir noch einen Gegner. Nein. Und runter. Okay, den habe ich so hart zerstückelt, dass einfach in der Luft stehen bleibt. Okay, hier kann ich nicht rüber. Oder? Wir bekommen Resistance-Signale von diesem Gebäude over there. Okay, solange kein Timer abläuft, brauche ich da jetzt noch nicht hin. Ah, guck mal, hier ist eine Schnellspeichermaschine. Ja, Posteingang, ja, brauche ich nicht. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Auch wenn die Waffe schwächer ist, mag ich es irgendwie mit der neuen Waffe zu kämpfen. Ist immer Abwechslung. So, ich habe jetzt hier zwei Wege. Oh, hier kann ich ja gar nicht rüber. Kann ich da rein? Ich kann hier rein. Guten Tag, einmal Ihre Fahrkarten, bitte. Kann ich da? Ich kann da hoch. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Aber ich komme da hoch. Ich kann mich aber auch nicht leider dahin bewegen, da vorne. Weil das ist ja eine Kiste, so wie es aussieht. Na, kann ich nicht. Nee! Oh! Jetzt ist mir runtergefallen. Hier haben wir noch eine Kiste. Du hast keinen Zugang darauf. Dankeschön. Hier komme ich auch nicht rüber. Komme ich hier? Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich da hoch. Ich möchte aber jeden Weg sehen einmal. Gehe ich mal kurz zurück. Dann kann ich ja hier rechts den kleinen Weg nehmen. Nevermind. Kann ich nicht den kleinen Weg nehmen da rechts. Nehme ich mal den Weg hier. Also hier kann ich dann gar nicht durch. Das sieht aus wie eine Familie. Vatermaschine. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam. Ich schreie jetzt hier nicht rum übrigens. Auch wenn Ausrufezeichen drin sind. Komm, ich möchte mit dem Kind reden. Da. Ach, welch ein Spaß. Ach, welch ein Spaß. Und die Frau? Werft eure Waffen, werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ja, ja, ja. Okay, nice. So, Ela Ohrring. Hier kommen wir höchstwahrscheinlich nicht durch, ne? Maybe there's another route that will take us deeper inside. Ha. Okay. Wollen wir was sagen, tue ich aber nicht. Oh, das ist noch eine Maschine. Bis bald! Mal wieder, hä? Ich bin noch da. Ich gehe noch nicht weg. Viel Vergnügen! Ich will wissen, was jetzt passiert, wenn ich jemanden töte hiervon.
natürlich ein. Mache ich einfach? Ich mach's einfach. Okay, ich kann ihn einfach so töten, okay. Tue ich aber jetzt nichts. Nicht. Weil die sind ja nett. Die haben mich jetzt nach dem Hintereingang gefragt. Also, ne, nicht. Die haben mich nicht nach dem Hintereingang gefragt. Die haben mich gefragt, ob ich eine Karte habe. Das wäre auch schon komisch, wenn er mich, wenn er sie nach einem Hintereingang fragt, ne? Also. So. Und hier kommen wir höchstwahrscheinlich irgendwo rein. Guten Tag. Dort ist es gefährlich. Ist kaputt. Gefahr für die Unbefugte. Ja, ja, ich bin sowas von befugt. Kann sich gar nicht vorstellen, wie befugt ich bin. Machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Okay, ich bin gerade straight dabei. Ich schieß einfach mal drauf. Ich weiß nicht. Oh, der dreht sich. Oh shit. Nee, 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 geh mal weg hier. Wir müssen jetzt. Au, au! Alter! Alter! Da konnte ich nicht von ausweichen. Komm, jetzt aber draufgeben. Au! Okay. Nah ran kann ich da nicht immer. Oh, nee! Geh weg! Einfach hier stehen bleiben, solange der so eine Bälle schießt. Haben sie das getroffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Na komm. Ich guck gerade hoch. Er guckt gerade hoch. Schon, ich hab fast. Ich hab fast. Nice. Ach du Heilige. What's this? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell. Okay. Wie komme ich denn hier jetzt durch? Hier komme ich nicht durch. Ich mach das mit. Komme ich auch nicht lang. Rein. Hm? Achso, hier muss ich hoch erscheinen, ne? So, aber was sich hier oben verbirgt und was sich dort vorne drin verbirgt, wir haben ja erst in der ersten Folge gesehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Und Ryan, bis zum nächsten Mal und tschüss.